Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Wir befinden uns im Baal-Tempel, kurz vor Orin. Wir hatten das letzte Mal schon die entscheidende Schlacht gemacht, allerdings lief das nicht so wie gewünscht ab. Und diesmal werden wir es anders machen. Wir haben das letzte Mal versucht, sie mit, ja, Psychotricks zu besiegen. Bis Baal in unser Vater eingeschritten ist und ihr Macht gab. Sehr viel Macht. Diesmal sollten wir vielleicht unserem Vater mehr Ehre machen und das machen, was seinem Namen spricht. Shh. Your savior approaches, scuttling in without the tyrant's rock. You are a mangled blood brain, thinking father could be refused. Vater wollte den Stein nicht. Did it think it could protect? Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. Tja, das ist jetzt immer. Das ist jetzt die Prüfung sozusagen, ob mein Begleiter am Leben bleibt. Das muss man natürlich weiterhin gewinnen. Ich habe keine Lust, Lazelle zu verlieren, muss ich zugeben. Auch wenn ich keinen großen Nutzen an ihr habe, aber I hate it. Geht doch. You do not lie, underling. It is your blood I am destined to spill. Your death spit will stain these walls, little lamb. Das glaube ich mal nicht. You still don't remember, do you, Bloodkin? How you screamed as my knife slit your skull. Your brain juices, sticky and sweet. A little hole. Big enough for the worm. Your body, a blood sack to feed it. The favorite of Baal turned meat puppet, strung up by the sinews and plucked by my hands. Straggling memory rises. Day your tyranny should have engulfed this world. It was you who were the first to be enslaved. Orin's smile was the last thing he saw. Her bright blade glinting as she chiseled into your skull. Her reckless digging left your mind shattered. She robbed you of your bloody birthright. Reduced you to nothing. Nothing but pure heat. And now it burns, yearning for vengeance. Husk, maggot, a Baal spawn, slip sliding in filth with these pigs. You don't deserve the Murder Lord's blessing. Das ist nicht deine Entscheidung, würde ich mal behaupten. Ich habe leider beim letzten Mal hier nicht meine Optionen genau angeschaut. Ich habe mir gedacht, die Geschichte mit Sarevok, ja, das kann man doch mal machen. Aber der Gott des Mordes, Baal, wünscht effizientes Morden. Deswegen zeigen wir ihr den Glanz von Baals wahrem Liebling, den Schlechter. Changeling stands no chance, fiendish one. Eviscerator. Denn so sieht der Kampf wieder ganz anders aus. Orin, Schwesterherz. Das durchbohrende Knurren hat das letzte Mal mich fertig gemacht, als sie dran war. In dieser Form. Tja, jetzt sind wir dran.
Rettungswurf gelungen. Das gefällt mir gar nicht. Aber wenigstens fällt sie hin. Sie macht schon Damage, muss man schon zugeben. Diesmal kein Rettungswurf, das gefällt mir. Yes, jetzt hat sie Furchtsam und mit Furchtsam ist sie tot. Möge das Schlachten beginnen. So, sind jetzt alle böse? Mehrfach Angriff. Tja, Orin, so sieht's aus. So sieht's aus. Deutlich leichter so rum. Are the chosen one. He is near. He comes for you. His affection for you, or confirmation that he owns you. Welches Geschenk schlägt der Gott des Mordes denn vor? My Slayer, you will grow stronger, crueler. The prime incarnation of murder. Ist es eine verstärkte Version des schlechter Form? Der schlechter Form? Und was soll ich damit tun? Wir wissen alle die Antwort, oder? Domination. Slaughter. Mountains of corpses. You standing atop them. You must destroy this world. It is what you were made for. For a moment, the brine pool of your brain clears. To die. To rest. To save the world from yourself. To accept. To become his prophet. In any disobedience subject to his lash. Dann werden wir wahrscheinlich zum neuen Gott. My chosen. This world.
strong. The stone trembles with evils, warm as father's hate. Another part of your glimmering birthright for you to abuse as you please. Oh ja, ich bin sowas von inspiriert. Your father smiles upon you, but do not let filial piety distract you from our cause. Orin's Netherstone is in our grasp. And now we must look ahead to the other. Gortash. Find him and take his Netherstone. Gortash. Rückkehr der Baalsbrut. Der Meister ist wieder hier. Und Sarah, willst du mich beglückwünschen? Hard to believe she is dead. After all that she did to me. I do not often doubt myself. But surviving Orin took courage and strength I was not sure I had. I could not have faced her without you. Nur wenige Leute könnten einem auserwählten Baal entgegentreten. Ihr habt es getan. You are trying to raise my spirits. I appreciate it, but any joy the sight of Orin's corpse brings me is but a speck of comforting shade. There is little relief to be found from the heat of the storm we are caught in. While the brain is still free and we are still infected, we will never be safe. But we can talk of this later. For now, let us be glad that we still draw breath. And that Orin does not. Ja, das Monster ist tot, damit ein neues Monster. Wow! Das ist ein neuer Skill. Wort der Macht. Tod. Höchstens 100, das sofort zu stemmen. Kann nur einmal eingesetzt werden. Habe ich jetzt eine stärkere Form des Schlechte? Sieht nicht so aus. Okay, Wort der Macht kann nur einmal eingesetzt werden. Das irritiert mich. Einmal pro Tag oder einmal insgesamt? Weil einmal insgesamt? Ah gut, es ist ein Verzauberungszauber des 9. Grades. Es ist schon hart, 9. Grad. Das kriegt man sonst nicht so. Egal. Wir sollten mal... Wo ist... Ah, doch hin. Orin. Orins blutiger Haufen. Oh, ganz nett. Astarion, was hast du eigentlich an? Doch, wir müssen dich touchen. Das glaube ich ist so eine Verbesserung bei dir. Ja. I like you, like you, like. Niedertracht in Purpur. Jagt auf die Schwachen. Unter 50% macht extra Stichschaden. Und leider ist sie zusätzlich... Wenn man im Vorteil ist. Wir sind häufig im Vorteil. Kannst du im Schaden sein? Verstümmelte Panzer. Eher unwichtig. Aber das sind ein paar nette Sachen für dich, Astarion, glaube ich. Erstmal die Waffe. Die könnte ich mir hier gut vorstellen. Ja. Nee. Schwächer. Schade. Und hier? Ja, plus 3 ist einfach besser. Punkt. Und eine neue, verbesserte Rüstung. Jawohl, eine Rüstungsklasse höher ist nie verkehrt. Sehr schön. Naja. So, dann wollen wir doch mal Lassell endlich befreien.
captive by that disgusting creature. An error I'm glad you swiftly rectified. Swiftly. I will not let my guard slip again. I swear by Mother Gith Sion. Okay, sie geht jetzt einfach. Swiftly hat sie gesagt. Ja, ja, wir haben es ganz schnell, haben wir uns darum gekümmert. Wir haben nicht alle möglichen Nebenquests vorgemacht. Wir haben sofort uns zur Rettung aufgemacht. Das könnte deine alte Kammer sein. Aha, Orens Mutter. Oren hat ihre eigene Mutter gepeinigt. Das ist ja super. At this point, nobody can control the rain, and it knows it. We must seize the third stone before it breaks free. Orin die Rote. Kleine Schwester, sollen wir nur mit euch anfangen? Nie etwas daraus machen, dass ihr eure Zeit damit verschwendet, eure Leichenpüppchen zu drapieren. Ein Leichen eines Bettlers handelt König. Letztendlich will Vater nur den Tod in Scharen, den Tod in Massen. So schnell wie ihr plant, ihr verdreht die Wahrheit. Er braucht uns nicht zum Nachdenken, er braucht uns zum Töten. Okay, könnte von mir geschrieben sein. Also von mir in der Rolle von dem alten Meister. Was für Invasions? Eltugard, Stadt Elturel, Triels, Gunnum, Berdusk. Alles Namen, die ich tatsächlich gar nicht kenne. Ist das ein Hinweis auf eine weitere... auf ein weitere... Oh, Manifest. Auf ein weiteres Add-on? Ich, Orin von den Schalar, auch die Rote genannt, Tochter von Elena, Enkelin von Sarivgranchen. Sollen die Genommassen von Baldur's Tor tausendfach bezahlen, das schwöre ich und beglaube ich mit dem Blut meines Herzens. Boah. Hat ja jetzt so geklappt, nicht wahr? Du da. Bleed. Burn. Ja, alles gut. Wer ist das? Kuor. Da ist der Weg. Da ist der Weg. Ich sehe das auf der Map. Dafür haben wir den Schlüssel. Ja, dafür haben wir den Schlüssel. Blood Knight. Oh, meine dummen Schlachtgeschwister. Wie viele Tage wir hier verstümmeln. Schinderei. Der seines Namens würdig ist und nur ihm dient. Ja, nur ihm dienen. Ja, wir haben es zwar jetzt gesagt, um die Belohnung zu halten, aber in Wirklichkeit haben wir andere Pläne. Das wisst ihr alle. In Wirklichkeit sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich hoffe, die Option habe ich noch. Testmission mit Gortash. Fürst Gortash hat mich informiert, dass einige der verloren geglaubten alten Folterbänke unserer Familie, die noch von Bruder Elea angefecht wurden, wieder aufgedacht sind. Der Halle der Wunde ausgeschaut, wo die ungewaschenen Baldurier schon öffentlich sie anklotzen kann. Ich werde mit diesem Auserwählten von Bane über die Museumswachen herfallen und die Bänke zurückbringen, zusammen mit den Gebeinen von Bruder Top, die geschmacklos in so einer Glasvitrine ausgestellt sind. Wenn Sie glauben, dass die Anhänger von Anhängerbar als eine Art Touristenattraktion sind, werden wir Ihnen ein echtes Spektakel bieten. Ein guter Test für den Kampf. Kampfmut dieses angeblichen Auserwählten. Ah ja. Haben sich einfach mal zusammen getan. Für ein erstes Abenteuer. Ja, ich schlafe jetzt mal ein Ohr ins Bett. Das ist ziemlich bequem, sehr schön. Und jetzt, was haben wir hier? Jetzt hier... Wie komme ich... Ah, Moment, hoch. Ich muss hier hoch. Moment, hätte ich auch einen Sneaky Way gehabt? Okay. Warum? Das ist jetzt meine größte Frage. Warum gibt es diesen Sneaky Way of Life? Wozu braucht man ihn? Ich habe hier jetzt lauter Anhänger. Ich bin jetzt wieder der Herr dieses Ortes. Aber so viel Nutzen habe ich jetzt nicht. Da finde ich Schar und ihr Tempel ansprechender. Wenigstens ein Händler und so.
Da drüben kann man extra rüber. Dann will ich auch da mal extra rüber. Der Tempel hat auch schon mal beste Zeiten hinter sich gehabt. Oder hat beste Zeiten hinter sich gehabt. Sieh mal einer an, es lohnt sich auch mal raufzuschauen. Wohlstandsopfer für Baal. Fürst Baal, das Gift, das mir der Quecksilber verkauft hat, war im Bier verdünnt nicht wirksam. Ziefzeug, biete ich das ganze Gold des Grundbesitzers an, das wäre. Ich biete, dass ich den prächtigen Mord finanzieren und dass mein Leichnam eines Tages in eurer Domäne mit euch aus Gallenkelchen trinken darf. Ugh. Okay, geschmacklos. Aber so ist es nun mal. Wir haben uns dafür entschieden, diesem Pfad zu folgen. Das Geld nehme ich in Baals Namen gerne an. Gut. Das mit Oren tatsächlich... Also, beim letzten Mal, wo sie zum Schlechter wurde, hat sie mich ja richtig niedergemetzelt. Der Schrei hat alle furchtsam gemacht. Ja, genau. Also das, was ich gegen sie jetzt eingesetzt habe, war eigentlich der Untergang von mir. Jetzt hingegen, naja. Die Faust kann man mal anschauen. Hat er was dabei? Aha. Ein Schlüssel. Was ist das? Metallschild mit dem Faustzeichen drauf. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier irgendeiner von den Faust gesucht wird. Eigentlich habe ich hier keinen Bock. Ich mag Blut eigentlich gar nicht. Der Ort gefällt mir überhaupt nicht. Ist nicht mein Geschmack. Absolut nicht. Aber, ja. Es war einfach meine Bestimmung. Gut. Habe ich hier irgendwas vergessen? Sieht nicht... Was Schnellreisen ist nicht... Jetzt ist Schnellreisen möglich. Quests. Die nächste Hauptquest abgeschlossen. Gortash ist als nächstes dran. Versammel deine Verbündeten. Baal ist höchst erfreut, dass wir ihn angenommen haben. Der Schlechter des Mordgottes wird sich in der kommenden Schlacht als mächtiger Verbündeter erweisen. Wir haben einen von Baals üblen Broten erschlagen und ihren Nesserstein uns gebracht. Nun ist Orn besiegt, endlich können wir nach ihrem Opfer sehen. Apropos Opfer. Zeit für eine lange Rast. Vielleicht könnten wir mal mit Lessel reden. Sie war schon längere Zeit nicht mehr hier. Vielleicht hat sie was zu sagen. Jawohl. Lang ist's her, Lessel. Wie geht's dir? It is not in a Githyanki's nature to say thank you. Our language doesn't even have a phrase for it. Kraith Khan Jan is the closest equivalent I know. May your enemies know agony. But after releasing me from Orin's grip, there is only one proper response. Thank you. Sincerely. Das ist die richtige Antwort, die zu meinem Spielstil passt. Ihr seid ein mächtiger Verbündete. Ich habe euch in unser beider Interesse gerettet. You acted most rationally. So acknowledged. Well, good then. Let's carry on. Genau. Rein rational. Alles rein rational. Da ist jetzt wenigstens Wasser. Dass ich immer Blut Kind des... Oh! Dir geht's ja wieder gut scheinbar. Was ist denn hier los? Was machst denn du hier? My fondest congratulations for your work in the temple. Well done indeed. On this eve, Skeletus gazes upon perfection. You shall be a craven god, my demiurge. All you must do now is heed your father's advice when the time comes. Ihr seid zu Baal geworden. Wie habt ihr das überlebt? Survive? I did not. It was my favorite death yet.
as he does each time I expire by your side, Baal has sent you another loyal Skeleritas to watch over and adore you. Du bist also ersetzbar. Sehr schön. Ich werde in Baals Namen in dieser Stadt einen blutigen Sturm entfachen. In the carnage to come, you shall reach the peak of your holy magnificence. It won't be long, my lord. It won't be long. Okay. Ja, ich befürchte, so gegen Ende werden wir wahrscheinlich nochmal eine Entscheidung treffen müssen, ob wir Baal treu bleiben oder selbst die Herrschaft an uns nehmen. Und ihr wisst alle, was die Konsequenz ist. Ich werde natürlich die Herrschaft an mich nehmen. Mal schauen, wie gut das klappen wird. In meinem das ist ein Wasserbett. Neueste Art. Sehr schön. Hervorragend. Macht durchströmt mich. Wort der Macht tot. Wäre eigentlich ziemlich stylisch, wenn wir damit den letzten der drei angeblichen Auserwählten niedermachen würden. Ob das geht? Er wird wahrscheinlich einen Rettungswurf haben und sowas. Das gefällt mir nicht bei einmaligen Einsätzen. Rettungswürfe. Ach, immer diese Spielverderber. Aber gut, jawohl. Eine weitere Hauptquest erledigt. Wir nähern uns immer mehr dem Ende. Das wundert mich. Wir haben ihn gefunden. Ja, okay. Vielleicht werden wir das mit Gortosch erledigen. Ja, Schnippels. Da fehlen uns, glaube ich, noch Teile. Den Zaun und zuerst. Zu Gottes Eisenton, wir haben die Bestie ein Tor. Achso, ja, da war ja auch noch was. Da müssen wir auch noch runter. Und wir müssen. Genau, das ist ein Ort. Und das hängt. Naja, gut, das nicht, aber das weiß ich auch nicht, wie es da weitergeht. Geht Yankee-Kriegerin ist wieder. Genau. Teufel. Da will ich sie vielleicht nicht mit dabei haben. Also, wir haben einmal noch den Teufel zu erledigen. Wir haben Gortosch noch zu erledigen. Und dann. Die zwei großen Aufträge sind es dann. Und dann noch des Ältestenherrn. Wir nähern uns so langsam unserer Bestimmung. Aber wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.